ist ein Haus in der Stadt Luzern, wo bedrohte und misshandelte Frauen Zuflucht finden. Das sind Frauen, die daheim geschlagen werden, die sexuell misshandelt werden oder sonst bedroht. Das ist ein spezieller Ort, man weiss nicht, wo das Haus ist. Und aus diesem Grund ist es auch nicht möglich, dort zu filmen. Man darf weder Filmaufnahmen machen, noch Fotos. Und zwar aus Sicherheit für die Bewohnerinnen. Ich werde während meinem Besuch zwar mit den Bewohnerinnen reden können, aber ich muss einen Vertrag unterschreiben oder eine Vereinbarung, dass ich die Sachen schweigsam mit diesen Sachen umgehe. Das heisst, ich darf sie zwar veröffentlichen, aber man darf daraus nicht schliessen, was für Frauen als dort im Frauenhaus sind. Und zwar geht es darum, dass man die nicht identifizieren kann und nachher die jemanden ausfindig machen kann. Zum Beispiel den Mann, den sie geschlagen oder misshandelt hat. Das Frauenhaus gibt es seit 29 Jahren. Es hat Platz für 7 Bewohnerinnen. Die Bewohnerinnen haben, je nachdem, ob sie Kinder haben, können sie die Kinder mitnehmen. Das heisst, vielfach sind mehr Kinder sogar im Leben in diesem Haus als Frauen. Es ist egal, was für eine Nationalität die Frauen haben, was für eine Konfession, ob sie reich oder arm sind, das Frauenhaus ist für alle offen. Jede Familie oder Frau, je nachdem, ob sie mit Kind oder ohne Kind kommen, haben ein Zimmer. Das ist ihr eigenes, das können sie also mit ihren Sachen einrichten. Küche, Badzimmer, Wohnzimmer und alle diese Sachen, die sind gemeinsam. Also die Frau und die Kinder leben eigentlich wie in einer grossen WG. Auch die Arbeiten sind so aufgeteilt. Das Nachtessen tut zum Beispiel immer eine Bewohnerin für alle zusammen kochen. Dort sitzen nachher auch die Mitarbeiterinnen mit am Tisch. Und auch die Hausarbeiten, Putzen und so weiter, das wird unter den Bewohnerinnen aufgeteilt. Die Kinderarbeit oder die Arbeit zu aufpassen auf Kinder, das ist schaut jede Mutter selber. Es ist so, dass vor dem grossen Haus ist ein Garten mit einem Spielplatz. Rundum hat es einen Zaun und der ist abgeschlossen. Zweifach sogar. Es ist aber nicht so, dass die Frauen dort irgendwie eingesperrt werden, sondern es hat jede Frau hat einen Schlüssel und kann sich eigentlich frei bewegen. Das heisst, sie können rein und raus, wie sie wollen. Wenn das die Situation zulässt, kann sogar eine Frau noch ihrer Arbeit nachgehen oder die Kinder können in die Schule. Das kommt aber ganz darauf an, wie fest dass die Frauen bedroht sind. Die Frauen können auch weiterhin Kontakt pflegen mit ihrem Umfeld. Sie dürfen aber im Haus keinen Besuch empfangen. Das Ziel ist, dass die Frauen dort in erster Linie Schutz und Zuflucht finden. Das ist eine Krisenintervention, dass die Frauen dort hinkommen, sind alle stark bedroht. Es ist das Ziel, dass sie dort noch mehr zur Ruhe kommen können, ihre Situation genauer anschauen und vor allem auch schauen, wie sie in welchen Schritten als sie weitergehen können. Jede Bewohnerin hat regelmässig Gespräche mit einer Sozialarbeiterin und die Frauen, die Kinder dabei haben, die kommen noch eine Sozialpädagogin über, die mit ihnen und mit den Kindern arbeiten. Ja, vielfach sind Kinder auch involviert in die Situation, ob sie jetzt angeschlagen oder misshandelt werden oder ob sie einfach nur zuschauen, wie die Mutter misshandelt wird. Die Aufenthaltsdauer von diesen Frauen im Frauenhaus ist sehr unterschiedlich. Es gibt solche, die vielleicht nur eine Nacht bleiben. Es gibt aber auch solche, die über mehrere Monate bleiben. Im letzten Jahr war es so, dass gut die Hälfte der Frauen nach einem Monat wieder gegangen sind. Die, die am längsten geblieben sind, waren 180 Tage dort. 2/3 der Frauen gehen nicht mehr zu ihrem Mann zurück. Man kann sich vorstellen, es braucht ein bisschen Zeit, wenn man muss selber wieder eine Wohnung suchen, die einrichten, je nach dem Arbeit suchen. Es ist aber auch so, dass der grösste Teil von diesen Frauen, oder praktisch alle, sind nachher von der Sozialhilfe abhängig, in den ersten Schritt. Im letzten Jahr haben 70 Frauen und 95 Kinder Schutz gefunden im Frauenhaus. Wenn sie eintreten, geht das so. Sie rufen mal an auf die Nummern oder jemand ruft für sie an, je nachdem. Dann ist es so, dass sie eigentlich Tag und Nacht anrufen. Es ist immer jemand, eine Frau aus dort, das die Telefon entgegennimmt. Dann wird zuerst einmal geschaut, ob das Frauenhaus für die Frauen in ihrer Situation überhaupt die richtige Institution ist. Entscheidet man, dass die Frauen ins Frauenhaus kommen können, dass Platz genügend Platz ist,
wird ein Treffpunkt vereinbart. Das heisst, die Frauen kommen nicht einfach mit ihrem Göfferli ins Frauenhaus, sondern jemand vom Frauenhaus geht sie an einen abgemachten Ort abholen. Zum Beispiel am Bahnhof oder sonst irgendeinem Ort. Auch das ist aus Sicherheitsgründen, damit dieser Ort wirklich geheim bleibt. Es ist aber so, dass viel mehr Frauen sich als Frauenhaus wenden, wenn sie schlussendlich wirklich aufgenommen werden können. Also wir haben gehört, 70 Frauen können aufgenommen werden, 98 haben das letzte Jahr abgewiesen werden. Das heisst, man hat mit ihnen ein anderes Frauenhaus gesucht, in einem anderen Kanton, oder man hat sie einer anderen Institution zugewiesen. Es ist aber auch so, dass nicht alle Frauen gerade weggehen von der Heimat nach ihrer Situation. Manchmal hilft auch eine telefonische Beratung zum Beispiel. Das Frauenhaus bietet die Beratung 24 Stunden am Tag an. Im letzten Jahr haben 871 Leute angerufen und um Hilfe gesucht. Und zwar ist es so, dass durch das Frauen auch neue Halt bekommen oder neue Perspektiven sehen und eigentlich im ersten Schritt in ihrem Umfeld eine Lösung finden für ihre Situation. Es kommt nicht darauf an, wie viel Geld eine Frau hat. Es kann wirklich auch eine Frau eigentlich mit nichts ins Frauenhaus kommen. Es ist so, dass die Kosten entweder die Opferhilfe zahlt oder das zuständige Sozialamt. Die sogenannten Kostgelder machen ein Drittel aus von den Einnahmen vom Frauenhaus. Der Rest wird mit Spenden oder staatlichen Subventionen finanziert. Ich werde einen Tag und eine Nacht können im Frauenhaus verbringen, dort schauen, wie die Frauen leben, wie der Alltag abläuft. Das ist ein bisschen weniger, wenn meine Kolleginnen und Kollegen bei ihrem Hausbesuch vor Ort sind, aber mir ist dieser speziellen Institution nicht möglich. Die verantwortlichen Leiterinnen haben gesagt, dass es entweder ganz ein ruhiger Tag und eine ruhige Nacht kann sein, es kann aber auch plötzlich sehr hektisch werden, vor allem wenn ein neuer Eintritt ansteht. Ich freue mich sehr auf diesen Hausbesuch im Frauenhaus. Ich bin aber auch etwas gespannt, habe Respekt davon, weil ich nicht recht weiss, was ich antreffe. Tatsache ist, dass alle die Frauen und Kinder, die dort sind, eine traurige Geschichte mitbringen. Eine traurige Geschichte, die sie schlussendlich in das Frauenhaus gebracht haben.